Da ist er, Yves Gravenhorst. Applaus, Applaus, Applaus. MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg nach den Heimspielen mit dem Fan-Talk, exklusiver Dings. Heute hatten wir im ERF-Pokal einen Sieg als Auftrag vom Trainer und von den Verantwortlichen des SC Magdeburg. Das hat ganz gut funktioniert und es war ein klarer Sieg. Einer derer, die mehr als 5 Tore, glaube ich, gemacht haben, ist er hier. Oder genau 5 Tore, Yves Gravenhorst. In seiner letzten Saison als Spieler, demnächst dann der Co-Trainer des SC Magdeburg. Und das ist sein Begrüßungsapplaus, Yves. Im Vorfeld des Spiels hatte man den Eindruck, dass Bennett teilweise, also der Trainer, ein bisschen fest war. Der wollte unbedingt, dass das ein richtiger Sieg ist. Er hatte aufgrund der Konstellation in der Gruppe auch so ein bisschen Angst, dass das vielleicht so eine Lässigkeit sein könnte, die sich einschleicht. Es ist nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Ich glaube, weil wir das heute seriös gemacht haben. Wir sind wieder gut vorbereitet gewesen, gut eingestellt vom Trainer. Und wir wussten halt um die Qualität von Kolding Kopenhagen. Da spielen sehr gute Spieler mit. Deshalb muss man die ganze Sache auch sehr, sehr ernst nehmen. Es kann auch ganz schnell anders ausgehen, so wie im Hinspiel. Weil das haben wir uns auch extrem gequält und da haben ein paar Leute von denen halt auch gefehlt. Sodass wir, glaube ich, zufrieden sein können, wie wir die Aufgabe gemeistert haben. Die Schlüsselmomente, warum war das so ein klarer Sieg am Ende? Ich glaube einfach, weil wir ganz gut in der Abwehr standen. Dario dahinter viele Paraden gezeigt hat und wir natürlich ein enormes Tempospiel gezeigt haben. Ich denke, mit ein bisschen größerer Effektivität hätte man sogar noch höher gewinnen können, aber es war trotzdem eine ganz seriöse Leistung. Aber alles, was über 10 Tore ist, ist doch völlig in Ordnung. Da muss man sich gar nicht weiter aufregen. Zur Erklärung für viele, ich habe auch ein paar unverständliche Blicke bekommen, weil heute 10-mal oder mehr atemlos nach einem Tor lief von Helene Fischer, liegt daran, dass das der persönliche Wunsch ist von Micha Damgaard. Der hat ja aus allen Lagen geballert, heute immer mal getroffen, aber nicht nur er, du 5 Treffer und ich glaube Selenovic auch noch mal mehr als 5 Treffer. Ist so schön, dass es in der Breite jetzt gut funktioniert mit dem Treffen bei euch. Woran liegt denn das? Ja, weil wir einen qualitativ breit aufgestellten, guten Kader haben. Ist das jetzt schon die Antwort? Ist das schon die Antwort des Co-Trainers gewesen aus der künftigen Saison? Wahrscheinlich, nächstes Jahr auch, ja. Die Nummer ist ja auch so, dass du jetzt zum Schluss dann noch versucht hast, den einen oder anderen Zauberwurf zu zeigen aus den guten alten Zeiten von Yves Gravenhorst, wo du hier sonst was für Torwartverladen hingelegt hast. Ein paar haben sehr gut funktioniert, also dreimal um sich selbst drehen aus der vollen Bewegung und selber nicht wissen, wann du loslässt und dann geht er rein wie so ein Hammerwerfer, der war geil, aber der Heber nicht. Was denkst, bist du dann sauer? Denkst du dann, hätte ich mal nicht probiert oder denkt man da nicht? Wie funktioniert denn das vorm Tor? Naja, ich glaube, es ist egal, welcher Wurf. Jeder, der nicht reingeht, bin ich enttäuscht drüber und habe dann sofort eine Selbstanalyse im Kopf, was ich nächstes Mal oder was ich scheiße gemacht habe, was ich nächstes Mal anders machen möchte. Also es geht ja beim Anlauf los, über Sprung, über länger warten, über vielleicht Fallwurf, über Arm fallen lassen. Da gehen halt so 1000 Dinge im Kopf vor und das analysiert man dann mit sich selbst und versucht es dann halt beim nächsten Mal besser zu machen. Wie wird denn deine Ansprache dann ab nächstes Jahr sein, wenn ein Spieler in einer völlig freien Situation so einen Heber probiert und dann funktioniert es nicht? Naja, das muss er selbst entscheiden. Also wie gesagt, ich würde halt einen Spieler nicht in seiner Wurfvariabilität irgendwie einschränken, wenn er der Meinung ist, das ist in der Situation der beste Wurf. Dann muss er halt auch mit den Konsequenzen leben. Ne? Hast du eigentlich einen Lieblingswurf? Nee. So lässig wie möglich vorbeikullern lassen, habe ich manchmal den Eindruck, dann geht dir richtig einer ab. Nee, überhaupt nicht. Also, das ist egal. Also, am schöner ist noch, wenn er im Winkelpfosten reinknallt. Das hört sich auch ganz gut an, aber Hauptsache ist drin. Also, das gibt keinen Lieblingswurf. Also, die Frage, die ich jetzt stelle, die ist mir zugeraunt worden. Das sind die Leute, sind meine Zeugen. Ich soll dich fragen, ob du verunsichert warst, weil der Unterschied zwischen der Behaarung auf dem Kopf so unterschiedlich war, zwischen deinem Gegenspieler und dir. Nee. Hat dich nicht verunsichert? Überhaupt nicht, ne. Ja, schöne Frage habt ihr mir dazu geraunt. Jetzt. Dann an dieser Stelle nochmal, am Mittwoch sehen wir uns schon wieder hier. Wie ist denn die Zeit zwischen den Spielen? So kurze Abstände, was macht denn ihr alles da? So relativ wenig, viel Video und ansonsten nur ausruhen oder wie? Ja, jetzt in den englischen Wochen ist es halt so, dass wir normalerweise nach den Spielen halt Regeneration machen und das ist halt dann sehr individuell. Das heißt, die viel spielen, werden dann halt natürlich so ein bisschen im Cardio-Bereich
bewegt und die ein bisschen weniger gespielt haben, die können dann halt noch ein bisschen Krafteinheiten um sich zu aktivieren halt einfach. Aber wir haben morgen frei bekommen, weil schönes Wetter ist und wir heute den Trainer zufriedengestellt haben, so dass wir am Montag und Dienstag halt im Video uns auf Gummersbach vorbereiten werden und danach natürlich taktisch das auf der Platte versuchen umzusetzen. Wie ist denn das für dich eigentlich? Bist du jetzt schon manchmal im Hinterkopf auch als Co-Trainer schon dabei, versuchst so Sachen nachzuvollziehen, zu lernen, schon mal auch an die nächste Saison zu denken, oder ist das komplett weg aus deinem Kopf und du bist in Anführungsstrichen nur voll professioneller Spieler in dem breit aufgestellten, qualitativ hochwertigen Kader? Na, ich weiß nicht, ob das jetzt die Sicht eines Co-Trainers ist. Ich versuche halt die Dinge schon zu verstehen und habe da halt auch meine Ansichten, was ich für gut empfinde, was so Lösungsvorschläge angeht und sowas. Wenn es jetzt ganz dringend ist, dann teile ich das halt auch mit. Ansonsten, weiß ich, Benno ist extrem gut vorbereitet jedes Mal und macht stundenlang Videoanalysen. Ich glaube, der sieht halt sowieso viel, viel, viel mehr an Material. Was er uns dann in einer Viertelstunde oder halben Stunde uns dann da präsentiert, ist halt schon seine Auswahl, wo er meint, dass uns das halt weiterhilft. Also Benno dann auch irgendwie welche Tipps zu geben oder so, ist eigentlich überhaupt nicht von... Deine Partnerin spielt ja auch Handball. Was hältst du so von Frauenhandball? Das ist fies jetzt, ne? Nee, ist überhaupt nicht fies. Es gibt nur eine klare Antwort. Ist geil. Findest du? Ich weiß nicht, redet ihr zu Hause über Handball? Also guckst du mal Spiele von ihr zu und so? Also. Okay, ja, ich will nicht für eine scheiß Trennung verantwortlich sein. Also da müssen wir schnell. Ist eigentlich Wehmut dabei jetzt schon so? Dass so eine oder weil der Plan und der Weg so klar ist, ist alles geil beim SC Magdeburg? Ja, also zurzeit ist nur genießen angesagt. Ich habe jetzt überhaupt noch gar keinen Gedanken daran, was irgendwann im Sommer passiert. Also ich versuche halt jetzt die schöne Zeit, die wir jetzt gerade haben, die erfolgreiche Zeit natürlich auch bestmöglich zu genießen. Allzu oft können wir mal in der Zeitung lesen oder hört man an unseren gefährliches Halbwissen-Stammtischen irgendwie, dass wir in Magdeburg einfach mal Jungs brauchen, die von hier kommen. Jungs, die die Geschichte mitschreiben und mitgeschrieben haben und sonst irgendwie was. Heute ist so ein Tag, da kann man sagen, genau so sieht unser Wunschspieler in Magdeburg aus. Großen Applaus für Yves Gravenhorst. Alles hat er mitgemacht, Höhen, Tiefen, Titel, Ärger. Und wird demnächst uns auch noch erhalten bleiben, ein Riesenwurf-Repertoire. Deshalb nutzen Sie jetzt die Chance, auf jeden Fall hier nochmal Autogramme als Spieler von Yves Gravenhorst zu holen, Fotos zu machen nach diesem schönen Sieg. Vergessen Sie nicht, Mittwoch geht es schon weiter, wieder Heimspiel gegen Gummersbach, wenn ich mich nicht irre. Komische Anwurfzeit, macht euch da nichts draus, kommt trotzdem her. Ich glaube 20.45 Uhr, relativ spät. Sport 1 wollte es übertragen, dann haben sie sich anders überlegt, wahrscheinlich, weil sowieso klar ist, dass der SCM gewinnt oder so. Ich habe keine Ahnung, das wird nicht spannend. Dankeschön für die Unterstützung auch heute. Die Halle hat gebrannt, trotz nur 4.300 Zuschauern. Das war großartig. Und nochmal ein Gruß nach Gernrode zu dieser Drumline, diese Trommel-Performance war großartig. Das ist euer Applaus hier auch nochmal, vielleicht von Yves auch. Willst du eigentlich noch was an die Leute mal so sagen oder willst du nur noch schreiben? Schreiben? Na, Autogramme. Ach so, ja. Sportler. Macht's gut. Ach, das ist dein Wasser.